Herzlich willkommen zurück zu Hermann, dem lüsternen Mecklenburger, und zu unserem Crusader Kings Let's Play. Und wir haben in der letzten Folge unserem Herrscher, ich korrigiere mich, wir haben einen Heiratsantrag gemacht für unseren Herrscher, Herzog Hermann von Mecklenburg, denn seine Frau ist im Kerker des schrecklichen König Emund gestorben. Und für unseren Sohnemann haben wir ebenfalls eine Ehefrau gesucht. Und diese Ehefrau ist eine Kurtisane in Oldenburg, die zufällig aus unserer Familie stammt und den netten Nebeneffekt hat, dass wir mit Oldenburg, was komplett unabhängig ist, dann einen Nichtangriffspakt hätten. Und wir haben ebenfalls versucht, den Reichsfrieden durchzusetzen. Ob das geklappt hat, wissen wir nicht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal weiter und gucken uns die Geschehnisse in den nächsten Wochen und Monaten an. Ja, wunderbar. Super. An Herzog Hermann, mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich akzeptiere euren Vorschlag, dass Herzog Hermann und Prinzessin Alda heiraten. Schön. Super. Die gute Dame mag mich auch noch und das führt zu einem Nichtangriffspakt. Okay. Sehr gut. Seid geehrt, Onkel. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich habe beschlossen, eurem Vorschlag für eine Ehe zwischen Klaus Hugo von der Pferdekoppel und Hedwig anzunehmen. Sehr gut. War Hedwig nicht eine Eule? Okay, gut. Mag eine andere Zeit gewesen sein. Okay, schön. Das heißt, unser Klaus Hugo von der Pferdekoppel ist verlobt mit Hedwig Billung. Perfekt. Das ist wahrlich ein wunderbarer Erfolg. Alda Bosonit ist eingetroffen. Sehr schön. Ja, na Mensch. Der Krieg ist vorbei. Wir befinden uns zum ersten Mal nicht mehr im Krieg. Super, super. Und es ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe, was ich vermutet hatte. Es war kein Fehler, es war einer der besten Entscheidungen, dieses Land loszuwerden, denn der König Emund hat sich dieses Land einverleibt. Wir haben gleichzeitig einen unserer größten Widersacher, ich möchte nicht sagen Widersacher, jemanden, der uns nicht mochte, sind wir somit auch erfolgreich losgeworden und ein Land, wo wir wahrscheinlich unheimlich viel hätten investieren müssen, weil es ist alles zerstört. Es ist geplündert, es ist eine durch Wegelagerbahn zerstört, ein Schmugglerring. Es hat einen inkompetenten Herrscher, also damit bin selbstverständlich nicht ich gemeint, denn hier klappt ja alles. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wir haben zwar erfolgreich zwei Länder verloren, haben aber insgesamt, würde ich sagen, unser wunderschönes Mecklenburg stabilisiert und befinden uns zum ersten Mal nicht mehr im Krieg. Und das seht ihr hier. König Emund der Schwache hat den Titel Ländereien des Häuptlings von Dithmarschen von Adam von Rügen übernommen. Oh, der arme Adam, ist er tot? Walpurga. Wunderschöne Walpurga. Wieso zum Henker? Kann ich nicht mehr versuchen, diese Frauen zu verführen? Das gibt's doch gar nicht. Aber gut. Der wunderschöne Adam von Rügen ist jetzt, wie bitte, Grafschaft von Weimar? Ich fasse es nicht. Aber ist nur am Hof. Jenes angekommen, richtig? Ja, ist einfach nur ein Höfling. Sehr gut. Ihn sind wir los. Deutschland hat Zeit, sich zu regenerieren. Die Kriege sind vorbei. Jahrzehnte des Kriegs liegen hinter uns. Wir sind schwer gebeutelt durch diesen Krieg. Wir haben die Lausitz verloren. Sie hat sich für unabhängig erklärt, hat Nisani erobert und Satek vom wunderbaren Königreich von Böhmen. Da müsste ich mir mal nachgucken. Ich glaube, diese Länder gehörten auch noch zu uns. Die haben wir durch einen grausigen Krieg verloren an das Königreich Polen. Selbiges hier, die mittlerweile
zu Norwegen gehören. Und ja, das Königreich Deutschland, wie ihr seht, ist um einiges kleiner geworden. Wir sind ein wenig erfolgreich auch gewesen. Wir haben erfolgreich Rebellionen niedergeschlagen. Aber auch ein Krieg gegen Dänemark hat uns Ostfriesland gekostet. Beziehungsweise nicht uns, sondern unserem wunderschönen Herrscher Friedrich. Und Dithmarschen, das uns von König Otto anvertraut wurde, wahrscheinlich aus genau diesem Grund, um uns irgendwann loszuwerden, haben wir mit einem geschickten Schachzug, der natürlich vollständig geplant war, an die Schweden verloren und Holstein leider Gottes auch. Ich persönlich möchte mich als nächsten Schachzug hier unten drauf konzentrieren, auf die Lausitz, und versuchen dort ein wenig aktiver zu werden und ja, insgesamt auch vielleicht an den König von Deutschland heranzutreten. Das ist aktuell König Friedrich. Und tja, was soll man dazu sagen? Der alte Herrscher war tot, ist verstorben. Ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, ob es hier die Möglichkeit gibt, den alten Herrscher des Königreichs von Deutschland sich anzugucken. Doch, das müsste in der Geschichte gehen. Ja, genau. Da. 36. Otto der Verhexte. 3. August 952, im Alter von 50 Jahren gestorben. Er wurde in einem chaotischen Duell auf dem Schlachtfeld Armand von Somer erschlagen. Tja, liebster König Otto. Das war nix. Er hat Kriege vom Zaum gebrochen, hat diesem Land unheimlich viel gekostet, unheimlich viele Ländereien sind verloren gegangen und am Ende des Tages hat er dafür seinen Preis zahlen müssen. Er wurde auf dem Schlachtfeld erschlagen. Reichsfrieden durchgesetzt, sehr gut. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Den Gefallen lassen wir nochmal offen. Euer Lehns, der Rat eures Lehnsherrn ist unzufrieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da irgendwas dran machen kann, denn wir sind nicht Mitglied dieses Rates. Vielleicht können wir mal gucken. Meinung über mich, Marschall Arnulf. Kanzler Wilhelm Ida. Gucken wir mal. Bündnisschmiede, Titelanspruch erbitten. Wo ist denn das Schwabenländle? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Werte Ida. Dann fragen wir mal Marschall Arnulf. Vasallen verschwört. Ist mir egal, solange es sich nicht gegen mich verschwört. Ja, das brauchen wir nicht. Grafschaft Regensburg. Nein. Nee, Nordgau und die Grafschaft Regensburg. Mhm. Er würde mit Ja antworten? Wow. Das heißt, wir wären dann König von Bayern? Da sollten wir tatsächlich mal drüber nachdenken. Titelanspruch. Bittet Papst Anastasius IV. Darum, euch einen Anspruch auf den Titel Herzogtum Bayern zu gewähren. Dies kostet euch 169,5 Pietät. Minus 20 für 480 Monate Pietät haben wir genug. Okay. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn das klappt, dann wäre natürlich aufgrund unserer Erbteilung, würden wir das Reich, das Deutsche Reich, natürlich in noch schlimmere Probleme stürzen. Oder wir gehen in Richtung Schwaben.
Was machen die anderen? Hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Titelanspruch. Oh Gott, das ist mir auch zu weit weg. Kanzler, Titelanspruch. Sachsen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das heißt, wenn wir Papst Anastasius dazu kriegen, dass er auf unserer Seite ist. Das hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja, genau, das hatten wir schon. Dann gehen wir mal zur heiligen Religion. Geehrter Papst Anastasius. Ich kann dir kein Geschenk machen. Das ist natürlich doof. Schön wäre es natürlich, wenn wir tatsächlich hier Sachsen oder sowas bekommen könnten als Titel. Das wäre natürlich toll. Das würde unser Land natürlich massiv verbessern. Denn ich bin ganz ehrlich, diese Sachen hier unten, der Teil oder der Teil, der bringt uns nichts. Das ist zu weit weg. Aber wir können mal gucken, ob wir dem Kämmerer hier, das war nicht der, Arnulf, was auch nicht, der Kanzler. Machen dem Prinzen mal ein Geschenk, dass der uns ein wenig besser leiden kann. Und dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Niedere Titel brauchen wir nicht. Ansprüche möchte ich nicht durchsetzen, denn wir sind keine Krieger. Ja, das ist bekannt. Kinder haben noch keinen Fokus. Oh je, oh je. Sagen, dass wir weiterlaufen und kümmern uns darum, dass Bildung einen Fokus bekommt. Sehr schön. Was hat er denn? Legitimierter Bastard und Kind einer Konkubine. Ich würde sagen, mit diesem Fokus muss er sich durchkämpfen können. Und wir sollten diesen Fokus hier wählen, damit er sich durchsetzen kann gegenüber anderen. Und hier findet noch ein Krieg statt. Oldenburg. Mag uns, das ist das, was ich noch gucken wollte. Wie sieht's denn aus mit unseren Gefangenen? Ah ja, Bertha die Eichenhaut ist noch gefangen. Und aus meiner Familie, die ganzen Kinder sind noch gefangen. Ja gut, da könnte ich ja neue machen. Das wäre ja nicht so schlimm. Herzogs Hermann war nix über Verringerung der Macht des Rates. Möchte einen Sitz im Rat, ja, das kann ich verstehen. Okay, Juti. Was möchte er? Ein Herzog Hermann, Friede sei mit euch. Wir bitten euch für die bescheidene Summe von 46 die Freilassung von Clara Billung. Ist uns unsere geliebte Tochter im Alter von 2 Jahren zerbrechlich, ohne Mutter im Knast dieses Scheusals 46 Golddublonen wert? Selbstverständlich. Bis vor einiger Zeit hatten wir einen Kindheitsfokus. So, mit dem restlichen Geld können wir überhaupt gar nichts machen und lassen jetzt einfach mal ein wenig laufen. Die erste Zeit ohne Kriege, wir können uns um andere schöne Dinge kümmern. Oh, ihr habt eine Nachricht über Ratsmitglieder denn von Friedrich erhalten.
an Hermann Friede sei mit euch. Ich möchte euch in Verbindung mit dem Titel Hofspitzel einen Sitz in meinem Rat anbieten. Ja, als Hofspitzel. Lieber Friedrich, Lehnsrat, Kämmerermarschall Hofspitzel, kununununu. Marienburg. Na, okay. Ja, die Marienburg ist unten. Ja, das werde ich akzeptieren. Das ist wunderbar. Die Frage ist... Oh Gott, was haben die denn vor? Die Frage ist jetzt... ja, da kümmern wir uns gleich drum. Wir mögen... Wir mögen ihn, ja. Also wir sind nicht bei Plundert. Wir sind etwas... Wir sind auf jeden Fall über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt wäre hier Ruhmsucht. Was sind wir denn? Loyalisten? Nein. Nein, loyal sind wir nicht. Anzahl Stimme hier klicken, Impulse und Pragmatiker zu ändern. Pragmatiker als Ratsherr suchte er in der Politik den geringsten Weg des geringsten Widerstands. Er spricht sich für Kriege, Zurückgewinnung von die Juregebieten, Provinzen aus, auch Kriege gegen schwächere Gegner, stimmt er zu? Eigentlich ja nicht. Nein. Ein Einfacher versucht, als Ratsherr religiöse Ziele im Mittelpunkt der Politik zu rücken, wenn religiös motivierte Kriege möglich sind. Wollte andere Kriege ablehnen. Ein solcher Ratsherr hat gegenüber Andersgläubigen eine größere Bereitschaft, feindselige Aktionen zuzustimmen. Das würde passen, denn wir haben uns ja entschlossen dazu, einen Theologiefokus anzunehmen. Und wenn wir Querulant, nein, Querulant sind wir nicht, aber ich denke, wir sind der hier. Nachdem ihr Haltung geändert habt, müsst ihr diese Haltung mindestens einmal dabei behalten. Ja, so machen wir das. Wir sind ein religiöser Eifer. Gut, und dann gucken wir nochmal. Jetzt bin ich mir nicht sicher, dort war es, glaube ich. Kriegsbeitritt anbieten. Gegen wen hat er denn Krieg? Das machen wir gleich. Er hat keine Gattin. Vielleicht könnten wir ihn eine unserer Töchter anbieten. Ja, gut, das ist jetzt unwichtig. Auswärts. Das gefangen packte Hof. Greift von... Okay. Aber wir haben hier keinen offiziellen Krieg, ne? Das ist ein... Das ist kein Krieg des... Das ist kein Krieg, in dem wir in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann haben wir damit nichts zu tun. Okay. Also das interessiert uns nicht. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist nicht unser Bier. Der Rat ist unzufrieden. Naja, wir sind ja jetzt da. Also von daher. Das wird nicht so schlimm werden. Dann kümmern wir uns erstmal hier rum. An Herzog Hermann. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Wir haben beschlossen, euch den Posten des Kommandanten anzubieten. Nehmt ihr das Angebot an? Liebster Friedrich, ich habe zwar persönliche Kampffertigkeiten von 20 und die Kriegskunst von 11, aber lasst uns mal an den Marschall Arnulf herantreten. Der minus 26 hat. Ach, du ahnst es nicht. Ja, das bin ich auch. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir im Krieg sterben, natürlich damit relativ groß. Wir machen das. Wir machen das. Wir werden Marschall von Deutschland. Es sollte sich hier
demnächst ändern. Herzog Berthold hat die Titelgrafschaft Nürnberg von Arlich von Schweinfurt übernommen. Okay. So, und jetzt wollen wir nochmal was anderes tun. Nämlich, ich wollte nachfragen beim Rat, bei Kanzler Wilhelm, einen Titelanspruch erbitten. Ist alles bei 9. Akzeptanzwert ist etwas. Also ich muss tatsächlich mich irgendwie bei dem Papst einschleimen. Ich würde sagen, wir lassen das mal weiterlaufen. Beobachten den Krieg hier in diesem Gebiet und schauen, was wir machen können, um bei dem Papst einzuschleimen. Aber erst kümmern wir uns hierum. Eines Tages werdet ihr auf dem Markt von einem seltsamen Gesellen angesprochen, der euch etwas zum Verkauf anbietet. Von dem er schwört, es handle sich dabei um einen Finger von Johannes dem Täufer. Ihr nehmt das gut in Augenschein und in der Tat scheint es sich um alte menschliche Knochen zu handeln. Ja, selbstverständlich. Zynisch. Nein, wir machen das. Wir gehen kurz auf Pause. Hermann Billung erhält einen neuen Gegenstand. Finger des heiligen Johannes. Oh, was bringt uns ein Finger denn? Schatzkammer. Qualität 2, monatliches Prestige 0,1, monatliche Pietät plus 0,5 und Bildung 1. Ja, super, toll. Plus 3,5, plus 2,46. Ja, sehr schön. Unsere Gattin, wir haben endlich eine Gattin, die uns mag. Alter anpassen, Alter entsprechend. Wir haben einen Herrscher, der ist demnächst 9. Wir müssen ein paar Jahre durchhalten, bis er in diesem Spiel offiziell 16 ist. Und jetzt lassen wir weiterlaufen und kümmern uns um die Religion. Kreuzzug ausrufen. Meinung von Herzog Hermann. Wir müssen das irgendwie halt schaffen, seine Meinung zu verbessern. Und ich würde sagen, wir kümmern uns hierum und mit der Optimierung der kirchlichen Meinung machen wir in der nächsten Folge weiter. Geschätzter Herzog Hermann, ich möchte euch hiermit zur Feierlichkeit meiner Krönung an meinen Hof einladen. Ja, sehr gerne. Selbstverständlich werde ich teilnehmen. Natürlich. Wir gehen auf Pause. Wir schreiben den 16. Dezember 1953. Wir sind zum Marschall des Königreichs Deutschland ernannt worden. Wir sind zur königlichen Krönung eingeladen worden und haben uns als nächstes Ziel gesetzt, möglicherweise ein paar Ländereien vom Papst zu erhalten und wollen diesbezüglich versuchen, die Beziehung zu verbessern. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.